So. Liebe Mitwanderer, wir haben jetzt die Sunshine Tiding Corporation. Oder wie heißt's? Sunshine Tidings Cooperative gefunden. Und werden jetzt mal schauen, was für Gegner auf uns warten. Hier scheint auf jeden Fall erstmal eine legendäre Kakerlake zu sein. Weg ist sie. Und irgendwelche Ghule ganz offensichtlich auch. Oh, was ist das? Verbesserte Watts. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Wenn wir gerade schon mal da sind, gehen wir gleich auch noch mal kurz ins Bett. Meine Stimme ist halt ein bisschen angegriffen. Ich hoffe, es geht. So. Also Ghule und Kakerlaken. Das sind bisher die Gegner, mit denen wir uns zu befassen haben. Abgefahren. So. Okay. Also der Roboter ist auf jeden Fall und schon witzig. Was haben wir hier? Ich habe übrigens noch eine Powerrüstung gefunden, auch ein T-60 Modell, aber auch ohne Beine, also ohne Hose. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Fetisch gewesen ist. Ein Fetisch ohne Hose unterwegs zu sein. Wo ist der ein bisschen? Der scheint ja jetzt irgendwie besonders zu sein. Oha. So, wollen wir mal gucken, ob wir sein Bein entfernen können, linkes Bein. Alter, Dr. Groovy. Hi, der Witzka. Des Problemlösers. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, was kommt da denn jetzt angewieselt? Ein Hundener. Können wir alle schon mal mitnehmen, weil das wird ja jetzt offensichtlich dann unsere neue Farm sozusagen. So. Ups. Habe ich denn noch hier irgendwie Molotov Cocktail? Hallo, jemand zu Hause? Das war offensichtlich die falsche Richtung. So. Geschafft. Keiner da. Drogen. So, ich bin jetzt hier eigentlich schon fast rum. Der macht gerade so ein paar Yoga-Übungen hier auf dem Tisch. Will ich ihm jetzt auch nicht verwehren. Soll er mal da liegen bleiben. Ja, dann ist da hinten wahrscheinlich auch schon das Ende. Das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ich will jetzt nicht motzen, ne? Aber ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Und
soll den Tag ja bekanntlich auch nicht vor dem Abend loben. Also, das kenne ich. Das bin ich am Morgen. Ich will nicht aufstehen. Hier war auch schon mal ein Siedler. Mit Taschen. Was habe ich da? Was habe ich eigentlich gerade an? Ist auch eine Frage, die ich mir im Alltag immer wieder mal stelle. Was habe ich eigentlich an? Ja, das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Oh, wieder ein lecker Hirnpilz. Wir legen uns nochmal aufs Ohr. So. Mentats. Die guten alten. Ups. Mentats. Schwarzer Anzug. Weg. Ich weiß ja momentan auch gar nicht, wo die Werkstatt ist. Die muss ich ja zumindest mal kurz anmarkern. Anklicken. Ach, hier ist auch noch ein Haus. War ich hier schon drin? Muss ich wohl? Oder hat er sich einfach hier so selbst zum Sterben hingelegt? Das wäre ja ungewöhnlich. Wollen wir kurz mit Dr. Groovy sprechen, was er zu sagen hat. Okay. Ah, Moment, Dr. Groovy. Da gibt es vielleicht wieder irgendeine Sprachoption. Ich habe ja schon meinen Miliz-Charisma-Hut auf. Wenn ich jetzt noch einen Anzug anziehe dazu, dann wird er mir wohl kaum widerstehen können. Zack. So. Wenn das nicht schick ist, dann weiß ich es auch nicht. Blöd, dass ich jetzt die ganze Rüstung wieder anziehen muss. Das finde ich ja nicht so knorke. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall auch schon mal was zu essen. Oh, Mann. Alter. Dein Kopf ist ein bisschen beschädigt. Oh, Mann. Professor Goodfields. Okay. Das kann ich jetzt also schon mal Schrott lagern. Mal kurz gucken, was ich vielleicht hier machen kann. James. Rames. Das ist das S hinten. Rames. Da ist das E hier an der Stelle. Da wären sogar zwei. Da sind keine zwei Treffer, wenn ich das mit Ruled vergleiche. Das hier könnte sein. Das wäre es. Ist der Handy Steuerung? Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach so, wie er ist. Ist ja freundlich. Hat auch die komischen Ghule angegriffen. Also was ist mein Auftrag? Was muss ich jetzt machen? Eine Rekrutierungs- und Sendestation. Na gut, ich glaube, das ist nicht so spannend. Das will ich dann mal kurz alleine machen, während ich mich hier ans Feuer setze. Und dementsprechend, ich habe gesehen, hier ist auch eine Militärbasis direkt um die Ecke, die von Raidern oder, wie heißen die anderen? Raidern oder Gunnern bewacht wird. Und da werde ich mich dann wahrscheinlich als nächstes hinbegeben und melde mich dann. Melde mich dann wieder. Und bis dahin, Ohren steif halten. Moment, bevor ich das aber mache, zack,
dran gedacht. So, ich habe ihn jetzt gerade gefunden. Sieht ein bisschen kleiner aus, als ich jetzt erwartet hätte. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da auf mich wartet. Ich denke, es sind Raider. Aber ich habe jetzt erstmal meine gute Aufklärungspistole, um mal so ein bisschen zu gucken. So ein Geschützturm, da ist schon mal ein... Wie heißt das? Ein Fusionskern. Ah, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber ich will da mal ein bisschen Bewegung in die Sache reinbringen. Weil ich jetzt nicht die ganze Zeit zu suchen habe. Da ist einer. Da ist einer in dem komischen Dingens. Da. Wie, da sind 100. Ja, im Moment habe ich noch irgendwas zum Werfen. Na mach. Zack. Aha. Ist ja abgefahren. Und ein paar, so eine Art Power-Rüstung an. Oh, da kommt der Hund. Oh, oh. Entschuldigung. Oh, nein. Was war das denn? War das ein... Jetzt habe ich gerade voll gegen das Mikro gehauen. Sorry. Ich ärgere mich ein bisschen, weil ich jetzt die Todeskralle im Grunde genommen nochmal angreifen müsste. Ja, das ist halt Überleben, ne? Was soll ich dazu sagen? Das ist Überleben. Vielleicht ist die Todeskralle diesmal gar nicht da. Keine Angst. Das würde ich jetzt nicht normal machen. Ich merke mir mal, dass die da ist. Wenn ich später lustig bin, greife ich die nochmal an. Aber der Militärposten, der war irgendwo in dieser Richtung. Gar nicht so weit weg. Hier drüber, glaube ich. Ah, die Brahmin-Viecher gehören dann wahrscheinlich zu denen. Orientierungsmäßig nicht so ganz. Hallo. Braves Moku. Es ist jetzt ein bisschen neblig. Da ist ein legendärer Raider, wo ich aber nur das Bein sehe. Plünderer. Wäre natürlich jetzt abgefahren, wenn ich die Türme hacken könnte. Aber hier... Wer hat mich gesehen? Das Jet wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Da ist bestimmt einer drin. Ich war jetzt gerade in der Steuerung von PUBG, witzigerweise. Ich wollte da rein, durchs Fenster. Ach, haben mich nicht so richtig entdeckt jetzt. Ich war bei PUBG und wollte durchs Fenster rein. Ja, ja. Rhabarber. Was bist du eigentlich für einer hier? Da war doch gerade ein Geräusch.
Au. Boah, das ist aber blöd. Voll auf den Kopf. Da kommt doch gleich wieder der Hund. Geh weg, du. Blöd, Mann. Ich weiß jetzt nicht ganz, wo sein Cyber-Kollege ist. Da. Boah, der ist eklig. Schwere Hunderüstung. Okay, diesmal hat er leider ein Gewehr dabei. So. So, wo ist meine Kronkorkenmine? Weil die habe ich jetzt ja nicht weggeschmissen. Zack. Komm noch rein. Sei mein Gast. Ach, das ist der Brahmin. Ich dachte gerade, was ist das denn hier? Will er nicht reinkommen? Naja, das merkt man schon. Legt er sich gerade hier mit den Brahmins an, oder? Das Rind in der Not. Komm du doch. Komm doch rein. Aua. Komm doch mal rein. Ja, aber vielleicht dein letztes, du Sack. Mach endlich mal ein Bein. So. Kurbeln wir mal die alte Maria an hier. Da ist der legendäre Raider, den wir jetzt mal ins Bein schießen. Gleich mal mutiert. Ne? 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 Er humpelt, glaube ich, ein bisschen. Ach. Mann. Sind das nur noch drei Türme vielleicht? Weil da bewegt sich jetzt hier nichts. Denkst du, du könntest dich verstecken? Nee, da ist doch noch einer. Zwei Ladungen müssen für dich reichen. Oh, noch irgendwo einer. Wo? Wo? Na, na, wo ist er? Da. Ich habe noch genügend Munition hierfür. Deswegen werde ich das jetzt erstmal primär benutzen. Ah, okay. Die sollten wir dann auch noch ausschalten. Geht das? Ne, das geht nicht. Ah, diese hektische Musik jetzt. Irgendwo ist da doch bestimmt noch einer.
Das nehmen wir doch dankend mit. So. Brauchst dich nicht verstecken. Ach. Ist bald alles vorbei. Ist sogar noch ein richtiger Gegner. Irgendwo da in der Richtung. Vielleicht da drin. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich warte immer noch auf irgendeine fiese Sprengfalle, die mir wieder alles... Scheiße, was war das? ...jeglichen Fortschritt kaputt macht. Ist er da oben drin? Das ist doch scheiße. Finde ich auch. Geh wieder zurück. Wo ist er denn? Oh, da. Da ist er. Komm, schick doch mal den Kopf raus. Danke sehr. Äußerst freundlich und kooperativ. Was hat er? Ein mächtiges Bleirohr. Was ist denn da so mächtig dran? Das lassen wir erstmal hier. So. Das lief doch ganz gut. Ich werde mir jetzt hier den Außenposten nochmal genauer angucken. Werde mich voll plündern und dann gehe ich zurück zu meiner... Sunshine... Wie hieß das Ding noch? Na. Sunshine Tidings Cooperative. Werd da zumindest ein paar Geschütze hinstellen, dass es nicht ganz ungeschützt ist. Und dann gehe ich nach Sanctuary, denn offensichtlich möchte Preston nochmal irgendwas mit mir besprechen. Und dann melde ich mich wieder. Bis dahin. Moment. Habe ich irgendwas zum Werfen, Explodieren oder so? Genau. Bis dahin. Nur mal so. Ich bin gerade in das staatliche Vorratslager eingestiegen, wo es offensichtlich noch ein paar Leute gibt, die das gerne für sich behalten wollen. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Dann will ich mal gucken, dass du mich möglichst nicht erwischt. Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt gleich verglüht ist. Ich dachte, da wäre jetzt... angezeigt worden, dass sie noch Energie übrig behält. War es das schon an Gegnern? Ich dachte, jetzt gibt es hier noch... Lalalalala. Wo ist das Radio? Das kann ich jetzt nicht ertragen. Da scheint doch noch irgendwie mehr zu sein. Wollen wir uns mal hier ein bisschen weiter vorpirschen? Oh, genau, Militärplatten. Also Schaltkreise, das ist das, was mir, glaube ich, definitiv noch fehlte. Für meine Geschütztürme. Hallo? Meister, das würde ich sogar schaffen. Das dauert dann aber ein bisschen lang. Staatliche Vorratslager. Ist ja so ein bisschen wie, wie soll man das sagen? Schlaraffenland für Raider. Irgendwo gibt es ja doch bestimmt irgendwelche Fallen. Jetzt irgendwo auch ein Stolperdraht oder so zur Abwechslung. Keine Stolperdrähte? Bei so einem engen Gang hätte ich das eigentlich vermutet. Wer? Na? Psycho und Plünderer. Gemacht.
ein bisschen weiter zurück, weil ich ein bisschen Schiss vor Granaten oder irgendwelchen Konsorten habe. Die werden hier ja wahrscheinlich gar nicht hochkommen, oder? Ach du Kacke. Hast dich verpisst, was? Ich leuchte so ein bisschen. Mit dieser schönen Waffe hier. Wo ist er? War doch da gerade. War da nicht gerade mein super Freund, der mich in solchen Situationen eigentlich retten soll? Stirb du doch, ey. Der mysteriöse Fremde. Aber der wollte offensichtlich lieber mit dem Typi tanzen, anstatt wirklich da was zu, wie sagt man das, zu bewegen. Was? Oh, irgendwo gibt's hier auch noch nicht so ganz freundliche Zeitgenossen, aber in diesem Raum hier erstmal nicht. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Genau. So, okay, dann hüpfen wir hier mal kurz rüber. Ist da was Schönes dabei? Also viele, viele Splittergranaten. Es lohnt sich dann mal zu gucken, wie die sich in der Hand anfühlen. Wie bitte? Das war ich jetzt aber nicht. Da ist er selber irgendwo reingelaufen. Vorsicht vor Sprengfallen, sage ich nur. Hier wird irgendwo gleich einer auftauchen. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schwimmen. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Na, wie weit bist du weg? So, hier. Wer ist da? Wer ist da? Ich bin's. Der Gilt. Schätze, sie hatte recht. Versteckt? Das heißt. Die eine geht gar nicht mehr davon aus, dass es hier Gegner gibt. Das war die Sprengfalle. Vielen Dank fürs Entschärfen. Ein guter Freund. Ah, sehr schön. Nochmal eine Militär-Dingensbummens mit Schaltkreisen. Ich glaube, das Teil hat 5 Schaltkreise. Geschafft. Das nehmen. Oh ja, 10mm Patron. Ich dachte, da steht jetzt, sie können nicht schlafen, solange Feinde in der Nähe sind. Aber unser Typ wird offensichtlich immer gelassener. Sieht nicht so gut aus. Der Raider-Plünderer. Will ich gar nicht genau hingucken. So, irgendwo müsste jetzt noch eine Frau sein. Zumindest was. Hm? Ja. Fang. Oh. Fang. Fang. Und es läuft. Alles mit den Granaten war jetzt abgefahren schlecht. Wirkte jetzt so ein bisschen wie ich beim Basketballspielen. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Irgendwo da. Kommt er nicht durch die Tür? Wo ist er denn? Ist er trotzdem nicht ganz die Sprengfallen aus der Sicht. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Da kommt ihr doch raus. Ihr habt euch doch da hinter der Tür verkämmt. Warum soll ich denn da jetzt hinterher? Seid ihr verrückt?
Molotow-Cocktail haben wir, glaube ich, noch. So eine Plasmagranate. Aber vielleicht sollte ich die dann doch mit Watz werfen. Einen guten alten Watz. Hallo? Jemand zu Hause? Einmal durch die Tür. Scheiße. Denkst wohl, du könntest dich verstecken. Da. Achtung! Hui. Oh. Nicht den Kopf verlieren. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Oh. Der ist ja noch gar nicht verletzt. Was habe ich noch? Monty Burns. Ist jetzt nicht wirklich angegriffen. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ja, dann gehöre ich wohl dazu. Ich hab's weg. Boah, das hat jetzt aber gleich mal reingehauen. Wow. Da muss ich mir doch ein bisschen was einfallen lassen. Also am besten die Granaten nicht einfach wegwerfen, sondern wirklich benutzen. Und wie schön, dass ich mich hier kurz hingelegt hatte. Es war alles nur ein böser Traum. Es war alles nur ein böser Traum. So. Gar nicht genau hingucken. Hier müssten jetzt aber noch Leute sein. Berühmte Deutschstoßlegende. So nahm sie ihren Anfang. Okay. Gab es hier nicht zwei, oder? Legendärer Raider. Ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht auch nicht mehr da ist. Das ist ja häufiger mal so, dass Gegner, wenn man nochmal drüber geschlafen hat, nicht mehr da sind. Hui. Auf jeden Fall scheinen sie mich jetzt mit Ignoranz zu bestrafen. Ganz ehrlich. Die scheinen mich mit Ignoranz zu strafen. Da. Was mit deinem Bein? Ist das weg? Fachmännisch abgesprengt. Oh. Fachmännisch abgesprengt. So wird's gemacht. Ich sag ja, ich bin eigentlich Arzt. Ach du meine Güte. So, wieder so ein Chamäleon-Ding. Ach du Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Dass es das tatsächlich nochmal gibt. Was habe ich denn da bis jetzt an? Und will ich das wirklich nochmal, will ich mir das wirklich nochmal zumuten? Was habe ich denn für ein Harnisch? Einfach nur leichtbar und laminiert. Ja, ne? Geht wieder los. Da war ich, glaube ich, auf der anderen Seite schon. Kann das auch nur über Meister entsperren. Das mache ich nachher, um mir ein bisschen... Apropos. Da, da. Also das Schleichen brauche ich nicht mehr. Blutiger Tod nochmal. 10% mehr Schaden. Finde ich gut. Das brauchen wir auch nicht mehr. Was haben wir denn hier unten? Wissenschaft. Science, Bitch. So. Wie gesagt, das mit dem Meisterterminal mache ich nachher. Drogen. Ja, die Farbe ist schwer. Die Farbe ist schwer. Ja, ja. Wie viel ist das hier? 15 Kilo.
Lecker Karotten. Jetzt trinken wir noch einen drauf. Könnte sein, dass ich hier sogar nochmal hinlaufe. Aber jetzt wollen wir das erstmal hier zu Ende bringen. Die hat ein Schwert. Die hat doch ein Schwert, oder nicht? Ach, ein Billardkill. Ah ja. Komm raus, dann mach ich's. Red to Red. Was habe ich denn noch so zum Werfen in der Hand? Mir. Dir glaube ich jetzt erstmal gar nichts. Das hat ja nicht so viel gemacht. Wo geht's raus? Fuck. Habe ich nicht gerade irgendwie im Watz gesagt, bitte? Ach, natürlich. Kann ich im Watz Granaten nicht werfen, vielleicht? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Hm. In welchem? In dem da? Passwort. Ach Mist, jetzt kann ich glaube ich nicht mehr hacken. Jetzt kann ich glaube ich nicht mehr hacken. Ja, okay. Ich werde hier nochmal hinlaufen müssen. Das ist aber okay. Das war nicht so weit weg. Ich mach das. Ich glaube, das war's hier. Würde ich mal raten. So ganz schnell, aber noch nicht. Noch mal kurz nach Sprengfall gucken. Weil hier gibt's echt noch eine Menge, was ich mitnehmen kann. Oh. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen überladen. Ich leg mal das Bein ab. Ich lege das Bein ab, ist auch schön. Hier ist auch nochmal eine Möglichkeit, sich wahrscheinlich in die Luft zu sprengen. War es das jetzt ein Gegner? Hey, da geht's hoch. Okay. Wie gesagt, der Plan ist klar. Ich werde hier nochmal zurückgehen. Ich werde das staatliche Vorratslager ausplündern und baue mir in meiner neuen Siedlung ein bisschen eine Verteidigung auf und gehe dann zu Preston und werde mich da wieder melden, außer es passiert wieder was zwischendrin, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Bis dahin. So, zurück in Sanctuary, wo unser guter Freund Preston überhaupt kein Interesse mehr an uns zu haben scheint. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Sehr schön. Sunshine Tidings Cooperative. Okay, und Ghoul-Probleme bei Nordhagen Beach, Nordhagen. Damit haben wir diese Mission hinter uns gebracht. Trinken uns erstmal ein bisschen was. Und damit sich das auch nochmal lohnt. Ta-ta-ta-ta!
So, welche Stufe haben wir? 25. Was können wir jetzt machen? Waffenfreak Stufe 3. Da werde ich gleich nochmal gucken, ob ich da meine bisherigen Waffen... Übrigens, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 und Stufe 5. Also ein ordentliches Geschütz an der Hand und ja. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Ich schlüpfe dann in meine Powerrüstung, lauf zur Burg und schau mir mal an, was es da gibt. Vielen Dank für das Begleiten und sobald es was gibt, schmeiße ich das Logbuch wieder an. Bis dahin.